Ich grüße euch zurück hier bei Dragon Age Origins. Meine Güte, war das ein ekliger Kampf gegen diese eklige Brutmutter hier. Oh mein Gott, was ist das denn? Eine Rüstung namens Mühsal. Steinbrecher. Schwerer Infanteriehelm. Würde ich gerne alles mitnehmen. 2,25, 1,75 weg zerstören. Ring der Selektion und Smaragd. Die Bögen tun wir mal weg, und zwar beide. Und die Streitaxt auch. Familienschwert behalten wir mal als Andenken. So, wir haben also Mühsal. Genauso gut von den Effekten her. Oh. 1838, 1838, 5. Nee, die ganzen Resistenten sind mir da doch lieber. 2,7. Sieht, finde ich, jetzt auch nicht so schön aus. Aber der hier, 3,25. Moment. Nein, 2,7, 3,15, 3,13. Ui, der hat was. Können wir dir irgendwas hiervon anbieten? 2,25, nein, nein, nein. Okay, gut, dann bleibst du dabei. Wir haben einen neuen Helm. Das sieht schon brutal aus. Sehr schön. Wir haben die Brutmutter im letzten Video besiegt und können uns hier jetzt theoretisch noch diese Nebengänge anschauen, die sich hier auftun. Bevor es dann weitergeht, ich habe keine Ahnung, was jetzt unser richtiges Ziel ist, um ehrlich zu sein. Aber es gibt scheinbar Amboss der Leere, die uralte Schmiede des berühmten Zwergenparagons Caridin, des Erfinders der inzwischen vergessenen Kunst des Golemsbau. Golembaus. Seltsam. Ist jetzt nur der Amboss oder ist das jetzt noch meine ganze Gegend? Ich weiß es nicht wirklich. Auf jeden Fall freue ich mich mit euch zusammen jetzt hier zum Amboss der Leere zu gelangen. Und es hat ja im letzten Video wirklich ausgezeichnet funktioniert. Man achtet mal auf unsere Wundumschläge. Okay, wir haben natürlich einige, vor allen Dingen schwache verbraucht, aber das lag ja mehr oder weniger daran, dass wir den Tentakel nicht ausweichen konnten. Das haben wir mit dem Bogen gut gelöst, wie ich finde. Daher. Wenn Branka irgendwo ist, dann hier. Und sie ist bestimmt vorbereitet. Also müssen wir jetzt tatsächlich gegen Branka kämpfen. Da sehe ich ein bisschen schwarz. Wie gesagt, Wundumschläge. Ja. Wir müssen ihn mitnehmen. Ja gut, dann nehmen wir dazu Morrigan und Wynn. Unbedingt. Ja. Denn so haben wir wenigstens eine kleine Chance. Was war das? Ich will ganz offen sein. Meine Toleranz für sozialen Status ist mittlerweile ausgesprochen begrenzt. Hoffentlich stört euch das nicht. Da rasier mir doch einer den Rücken und nenne mich Elf. Branka? Beim Stein, ich habe dich kaum wiedererkannt. Ogryn, irgendwann musstest du ja hierher finden. Hoffentlich findest du möglichst bald auch den Weg zurück. Und wie soll ich euch ansprechen? Söldner des letzten kleinen Lords, der nach mir suchen ließ? Oder seid ihr nur einer, der Ogryns Bierfahne ertragen kann? Zeig Respekt, Frau! Du redest mit einem grauen Wächter! Ah, er ist also ein wichtiger Botenjunge. Dann ist vermutlich was Schlimmes passiert. Ist Andrin tot? Würde mich nicht wundern. Er war schon ein wenig klapprig. Oh Mann. Branka ist wahnsinnig geworden. Ja, Orsama braucht einen neuen König, um sich gegen eine Verderbnis zu verteidigen. Stimmt, er ist tot und die Versammlung kann sich nicht entscheiden. Woher wisst ihr, dass ich nicht einfach nur Ogryn helfe? Oder, ja, Harrowmont, sein von ihm auserkorener Nachfolger, bittet eure Unterstützung. Ja, na, meine Güte. Osama braucht einen neuen König, um sich gegen eine Verderbnis zu verteidigen.
Ein König besiegt keine Verderbnis. Wir hatten 40 Generationen lang Könige und haben trotzdem alles verloren. Ich sage euch dasselbe wie allen, die dachten, ich könnte sie zum König machen. Von mir aus soll die Versammlung einen besoffenen Affen auf den Thron setzen, weil unser Beschützer, unsere große Erfindung, wegen der unsere Armeen von der ganzen Welt beneidet wurden, derselben dunklen Brut in die Hände fiel, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Der Amboss der Leere, dessen Hilfe die Ahnen eine Golem-Armee geschaffen haben, die den allerersten Erzdämon besiegt hat. Er ist hier in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ihr glaubt, ihr könnt nach all meinen Anstrengungen einfach hereinstürmen und den Amboss einfach so in Besitz nehmen? Typisch, diese Arroganz. Der Amboss befindet sich hinter einer Reihe von Fallen, die Carradine selbst entworfen hat. Meine Leute und ich haben Leib und Seele dafür geopfert, ihre Geheimnisse zu lüften. Das ist wichtig. Das ist von Bedeutung. Habe ich Erfolg, hilft das dem ganzen Zwergenvolk. Könige und Politik, das ist alles vergänglich. Ich habe alles aufgegeben und werde alles opfern, um den Amboss der Leere zu bekommen. Einschließlich Hespeth und den Rest eures Hauses? Ihr seid besessen, deshalb hat Carradine ihn weggebracht und versiegelt. Warum den Unmöglichen nachjagen, wenn euer Volk euch jetzt braucht? Ja, warum? Ich sage nicht, dass ich es nicht schaffe. Ich sage nur, noch nicht. Jeder Versuch verrät mir etwas Neues über Carradines Arbeit. Es gibt nur einen Ausweg, Wächter. Nach vorne. Durch Carradines Labyrinth. Dahin, wo der Amboss wartet. Was hat dieser Ort bloß aus dir gemacht? Ich habe ein Mädchen geheiratet, das einen schon nach einer Minute mit ihrer Brillanz beeindruckt hat. Ich bin dein Paragon. Bitte was? Überwinde die Fallen und bahne dir den Weg zum Amboss. Branka hat dich in die Irre geführt und in einen Raum voller Fallen eingesperrt. Sie selbst konnte die Fallen offenbar nie überwinden und möchte deshalb, dass du das für sie erledigst. Da du weder entkommen noch zurück kannst, liegt der einzige Weg vor dir in Richtung des Amboss der Leere. Schön formuliert. Mich würde mal interessieren, ob diese Screenshots tatsächlich in irgendeinen Ordner gespeichert werden und vor allen Dingen, wie die gestellt sind. Werde ich mir mal anschauen. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. So, hier haben wir schon mal ein paar tote Zwerge. Freiwillige für Carradines Fallen. Versuch und Irrtum, anders geht es nicht. Sie hineingeschickt. Sie waren alle mein. Eingeschworen auf mein Haus und wollten mir nicht helfen. Sie versuchten mich zu verlassen. Selbst meine Hespeth. Aber selbst sie konnte nicht verstehen, dass das Streben nach Größe Opfer verlangt. Und zwar so viele, wie eben nötig sind. Oh Mann, das hört sich krank an. Distanzwaffe. Distanzwaffe und Attacke. Nahkampfwaffe und Angriff. Ich fragte gar nicht erst, was Morrigan da wieder vorhatte. Auch wenn es ja ganz gut aussieht, der momentane Kampfverlauf. So. Ich hoffe nur, dass am Ende nicht wirklich noch Branka auf uns wartet, weil noch ein Bosskampf übersteht, glaube ich, unsere Anzahl an Wundumschlägen nicht. Fürchte ich zumindest.
Aber ansonsten ist ja alles momentan noch relativ machbar an dieser Stelle hier. Sie hätte nicht gehen sollen. Hatte mir geschworen, alles Nötige zu tun, damit wir den Amboss finden. Ich hatte keine andere Wahl. Manche starben bereits an der Verderbtheit. Aber manche, einige der Frauen, wandelten sich. Ich weiß, was ihnen werden würde. Sie würden einen endlosen Vorrat an frischer, dunkler Brut produzieren, um die Fallen zu testen. Und ich würde es zum Amboss schaffen. Es gab keinen anderen Weg. Ja, sie war tatsächlich wirklich besessen, wie es aussieht. Lavaströme. An sich geht es ja ganz gut voran hier. Komm, töte den bitte. So, wir lassen ihn mal hinten frei kämpfen. Das sieht ja auch ganz gut aus. Genau. Naja, weiß ich, die große Schwierigkeit. Darf ich das nicht benutzen? Doch, darf ich. Dankeschön. Dabei hatten sie die Loyalität geschworen. Sie durften nicht aufbegehren. Euer Orden ist bekannt für seine Klugheit und seine Stärke. Vielleicht stellt ihr euch besser an als meine armen Clanmitglieder. Irgendetwas an diesem Ort lässt die Leute verzweifeln. Und ich werde herausfinden, was es ist. Ich bin gespannt, was am Ende beim Amboss auf uns wartet. Ich habe, glaube ich, noch so eine ganz schwache Erinnerung. Ganz, ganz schwache Erinnerung. Kommen die eigentlich alle her, die ganz... Ist nicht wahr. Nicht Morrigan, bitte. Bitte nicht Morrigan. Ich glaube, es war ein Morrigan. Oh mein Gott. Nee, das war nichts, Leute. Das war so ziemlich gar nichts. Ah, es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Ist doch nicht wahr, oder? Ich habe seit ihr nicht mehr gespeichert. Ich schäme mich, Leute. Ach Gott, nee, ne? Super duper. Ich habe sie hineingeschickt. Sie waren alle mein, eingeschworen auf mein Haus. Was wollt ihr? Sie wollten mir nicht helfen. Sie versuchten mich zu verlassen. Selbst meine Aspeth. Aber selbst sie konnte nicht verstehen, dass das Spiel war. Es war so viel.
dunkle Brut. Gürtel und Gnade. So, Nahkampf. Nahkampf. Ein Frostzauberchen. Ah, lohnt sich nicht wirklich. Ich glaube, es geht los hier. Nein. Mann, so. Und der gute Letzte. Diesmal natürlich mit Abspeicherung. Ist ja klar, dass ich zweimal mache, den gleichen Mist. Ja, ich kenne die Dialoge schon. Wir geschworen, alles Nötige zu tun. Und damit wir den Amboss finden. Ich hatte keine andere Wahl. Manche starben bereits. Aber deutlich mehr Gegenstände als vorhin. Oder ich habe einfach nicht so viele gefunden. An der Verderbtheit. Gut, fangen wir an. Aber manche. Natürlich. Einige der Frauen. Ja, die Frauen werden zu. Ich wusste, was aus ihnen werden würde. Sie würden einen endlosen Vorrat an frischer, dunkler. Diesen multibrustigen, brüstigen Wesen, das kennen wir schon. Attacke! Nahkampf, Nahkampf. Kein Lyrium mehr, ist ja super. So, unser Held schlägt sich ganz gut. Wo läufst du denn hin? Bitte den hier töten. So, und der letzte Gegner, dann haben wir es doch schon. So, schön mit abspeichern, dann ist alles auch gar kein Problem. Dabei haben sie mir Loyalität geschworen. Sie durften nicht aufbegehren. Euer Orden ist bekannt für seine Klugheit und seine Stärke. Ja, ja, wir sind sehr klug und sehr stark, das stimmt schon. Meine armen Clanmitglieder, irgendetwas an diesem Ort. Kein Problem. Dass die Leute verzweifeln. So. Hier finden wir ein bisschen bare Münze. Thank you.
Werdest du? Ja, sofort. Ich verstehe. Gott, da hatte ich gerade echt Angst vor dem riesigen Felsklumpen. Oh, den erledigen wir recht schnell. Boah, mit dem Hammer. Nee, das ist zu viel. Fass das einfach mal an hier, mal gucken, was das bringt. Okay, einen Wundumschlag opfere ich. Und der letzte ist auch gefallen. Haben wir das? So. Stärke, Stärke. Konstitution. Kampftaktiken. Und der letzte Streich. So. Dann gerne einmal. Rüstungen 225, 27. Und mit der Rüstung ist immer noch nichts. 38 Stärke. Okay. Immerhin etwas durch den neuen Helm an Schutz dazu gewonnen. So. Hier mit tote Golems. Wie sieht's mit der Karte aus? Okay. Trostlos. Schon. Die da hinten wollen nicht kämpfen, ich weiß auch nicht warum. Haben wahrscheinlich Angst vor mir wegen meiner unglaublichen Stärke. Zwinker, Zwinker. Komm schon, gleich haben wir's. Danke. Und danke. Super. Supi, supi, supi. Leichter meines Zwerges. Ein bisschen Silber und ein bisschen Bronze. Ein schwacher Wundumschlag. Leichter mit dunklem Brut. Das sollte kein Problem sein. Ah, sollte wirklich kein Problem sein, eine Leiche zu durchsuchen. Momentan geht es im Zickzack-Verfahren geradeaus weiter. Aber in diesen engen Gängen erwarte ich weniger Kämpfer als in so großen Hallen, wie sie jetzt wieder kommen. Es könnte das Finale sein. Denn das sieht mir wie ein Raum für einen Amboss aus. Gift. Giftgas. So. Wie sieht's denn hier aus? Rechts und links sind zwei kleine Räume, die sind ganz viele Golems.
Wie stellen die sich das vor? Ich krieg dauernd Schadensinput wegen dem. Morrigan braucht dringend Heilung. Wir haben Morrigan verloren. Ich habe gerade mal eine ganz andere Idee. Was ist denn, wenn wir die rauslocken? Funktioniert das nicht auch? Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Theoretisch. Jo, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch funktioniert das. Super. Wir bleiben alle brav hier draußen und warten auf den Golem. Also das ist ja eine sehr angenehme Prüfung, wenn das jetzt schon die erste Kammer sein soll. Ach, du sollst angreifen. Win. Kein Mana mehr. Super. Nicht Morrigan, bitte. Super. So soll es sein. Und da kommt ja mittlerweile der letzte Golem. Das hat super funktioniert. Also rauslocken. Perfekte Idee. Wir aktivieren mal Momentum. So, einmal einfrieren. Oder auch nicht. Okay. Supi-dupi. Ich bin zufrieden. Ich habe schwache Natursalben dabei. Weg damit. Nehme ich lieber die Gesellenrune mit. So, Quicksave. Ach, ich klebe an meiner Schreibtischauflage fest. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ist das Tor offen? Ich erkenne es gar nicht. Leuchtestein da oben. Leichnam eines Zwerges, ein Stahldolch. Nein, danke. Was ist das denn? Ja, bis zum Amboss ist wohl doch noch ein Streckchen. Ich muss jetzt nicht alle auf einmal... Ich habe jetzt eine interessante Frage. Kann man da durchkommen, ohne die zu aktivieren? Da ist ja irgendwo eine Falle, so wie ich das verstehe, weil die in der ersten Reihe haben wir nicht aktiviert.
Komm schon, Leute, schafft ihr. Hat er gut funktioniert. Kommt schon, Leute, das schafft ihr. Oh mein Gott. Nein. Ist ja nicht wahr, oder? Ist ja echt nicht wahr. Ist echt nicht zu glauben, was die für einen Schaden machen, Drex Golems. Das wird auch nicht hinhauen. Ah, Mann, was mache ich da? Das Problem ist, dass sie am Anfang die Steine werfen. Das macht extrem viel Schaden. Hä? Okay. Fall jetzt kaputt gemacht, oder was? Ja, ist klar, habt ihr das gesehen? Diese Steinwerffähigkeit ist so überpowered, das ist echt nicht wahr manchmal. Nee, im Leben nicht. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ihr habt es gerade selbst gesehen, das ist doch nicht normal. So. Einer tot, bleibt noch einer. Komm schon. Geht doch, meine Güte. Stirb! Ah, Drecksgolem, wir speichern. Wir speichern und warten ein wenig auf die Lebensenergie. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie eine Möglichkeit, ob es eine Möglichkeit gibt, die ganzen Fallen zu umgehen, also dass sie eben nicht aktiviert werden. Ich habe keine Ahnung. Wenn ja, würde ich diese gerne... Lauft, lauft, lauft. Ich
Hält wirklich minimal zu kurz die... Etwas zu kurz die gute Attacke. So. Kommt noch ein einziger, Leute. Das schafft ihr. Ich glaube an euch. Geschafft. Ich meine, das sind ja nur Golems, also ist ja wohl gar nichts. So. Das war's aber jetzt auch, oder? Die Tür ist offen, soweit ich das sehe. Es wäre schon mal ganz gut, wenn wir jetzt weiterkommen könnten. Danke, danke für euer Erbarmen. Dankeschön. Metalltür. Das ist immer noch nicht der Amboss. Das könnte der Amboss sein. Ist es der Amboss der Leere? Bitte was? Sind wieder Geister. Ja, Morgan verloren. Was machst du denn da? Steht er da wieder blöd rum, ey. Sowas kann ich hier leiden. Du auch! Der steht da einfach nur blöd rum, das ist doch nicht wahr, oder? Habt ihr keine KI mehr, oder was? Ne, wir laden nochmal. Was war das denn jetzt schon wieder? Mann, Dragon Age bringt mich echt in die Weißgrube momentan, Dragon Age Origins. Also, warum hatten die jetzt keine KI? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, die haben ihre KI verloren, Leute. Die haben ihre KI verloren. Die stehen dann einfach blöd rum. Habt ihr das gesehen? Die machen einfach nichts mehr. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich das deaktiviert oder so? Wenn er da stehen bleibt, kriegt er von mir Pfeile. Seid ihre KI wieder, wenn die nichts machen soll, das ist wieder klar. Was macht Morrigan denn da hinten? Mann, ich krieg euch die Krätze hier. Oh, Gottes Willen. Läuft ihr einfach da hinten weg? Einfach so, habt ihr das gesehen?
Zwerge fahren wirklich auf Morrigan ab, merke das. Habe nicht ganz verstanden warum, aber es ist auf jeden Fall so. Was passiert denn da überhaupt? Wir laden mal. Ich glaube, wir müssen alle vier Zwerge in einer bestimmten Zeit eliminieren oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass was Zufall ist, dass sich das immer dreht und dann ein neuer Zwerg kommt. Oder neue Zwerge kommen. Wo ist denn Schlaf? Schrecken? Wachalbtraum? Ich verstehe das hier gerade nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden, man muss immer nur einen töten eigentlich, weil ich das sehe. Dann den Amboss. Ja, scheint zu funktionieren. Ihr seht das, dann den Amboss berühren und dann wird jeweils eins dieser Gesichter zerstört. Dann können wir wieder warten, kriegen ein bisschen Schaden, aua. Aua. Wir warten jetzt, bis sich das wieder dreht. Genau jetzt. Das ist noch nicht das Finale übrigens, da geht's noch weiter. Also das ist nicht der Amboss der Leere, das ist der Geister-Amboss oder sowas. Vermute ich mal. Komm schon.
So, damit bleibt nur noch ein letztes Gesicht. Naja. Und auf ein letztes. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war's doch, oder? Das ist aber jetzt unfair, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Ja. So soll es sein. Was ist das für scheiß Attacken, die immer von dem Ding her kommen? Das ist total unfair. Toll. Wir brauchen mal ganz schnell Lyrium, um das hier zu machen. Das ist so unfair mit diesem Schaden, der da immer kommt. Das ist unglaublich. Boah, ist das eine Wundumschlagverschwendung hier. Win steht einfach nur rum, ich sehe es jetzt erst. Oh Leute, es tut mir leid, dass ich kommentiere gerade auch ein bisschen wenig, aber Gott, ist das traurig, was hier gerade los ist.
Los! Oh Mann, wir haben es geschafft. Es darf doch nicht wahr sein. Es darf doch nicht wahr sein. Was für eine Heilmittelverschwendung. War das denn bitte? Ist das Lyrium oder was? Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt komm, gib mir diesen blöden Amboss. Ach Gott, Leute. Nee, wir müssen hier einen Schnitt setzen. Es sind jetzt schon über 40 Minuten. Ach Gottchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es geht hier weiter. Auf dem Weg zum Amboss der Leere. Es zieht sich natürlich jetzt ordentlich, aber ich denke mal, wir werden ihn bald erreichen. Es sieht nicht gut aus, wenn es um die Heilung geht, aber ich denke mal, wir werden das irgendwie hinbekommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.